Martin und herzlich willkommen zurück zu Ben & Dad. Letztes Mal haben wir ja den geilen Clown besiegt und ich bin richtig stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Aber heute wollen wir schauen, wie die Story weitergeht. Nein, ich meine, schau schon nochmal den Scheiß an. Was sind das für creepy Motherfucker? Aber nicht, dass ich jetzt noch verschrecken muss, oder wie? Ich hasse Horror-Games, weil ich schreie immer wie ein kleines Mädchen. Ich habe echt Schiss. Okay, mir ist sofort schlecht. Schau mal den rotierenden Shit da. Vielleicht soll ich mich das irgendwie hypnotisieren, wenn ich lang genug reinstehe. Von diesem Shit bekommst du Grindweh. Ich glaube, das ist gar nicht schwer. Du musst einfach durchrennen und so ein bisschen so Shit machen. Ah, fuck! Jetzt wird's langsam richtig creepy. Wahrscheinlich sind jetzt die nächsten Levels nach dem Boss einfach wieder höher einfach. Alter, da kriegst du den Kopf weh. Das kann ich meinen Abonnenten nicht zumuten. Die sind doch komplett wahnsinnig. Ich bin irgendwie da hinten gekommen, wie auch und warum auch immer, aber ist mir scheißegal, jetzt kann ich sicher hier einfach rauslaufen. Wo muss ich hier durchlaufen, zum ins Ziel kommen? Ah! Wo habe ich jetzt meinen Fuß verloren? Ah, von diesem Hurensohn hier. Okay, mit jedem Rätsel wird der Shit irgendwie creepier und abgefahrener und ich glaube, ich komme durch! Oh fuck! Jetzt muss ich noch irgendwie die Huren Dreidelle hier noch überleben. Yes! Ich frage mich, wie das möglich ist, dass der mit einer Hand noch so fucking hoch kann hüpfen. Die haben vielleicht das Gefühl, dass ich alles verloren habe, bis auf den Kopf. Stimmt aber nicht. Das Shit klemmt einfach da unten in fest. Ich komm nicht mehr hier raus. Ich kann hüpfen, ich kann machen, was ich will. Ich komm einfach nicht mehr raus. Schau mal. Jetzt ist richtig geil. Wenn ich etwas hasse, dann sind es die Huren drei in der Schisse da, weil du weißt nie, beschleunigt es dich oder bremst es dich. Jetzt hat es einer so Kugeln. Scheiße, kommt jetzt zuerst wieder die links. Jetzt kommt die rechts gut. Jetzt kommt dann nochmal die links. Und jetzt wieder die rechts. Und jetzt muss ich rechtzeitig hüpfen. Yes! Alter, wie fucking creepy ist das eigentlich? Von dem bekommst du Albträume. Mir fällt erst jetzt wirklich auf, dass hier ein Typ mit einer Kamera die ganze Zeit mitfährt. Hat das irgendeine Bedeutung? Ich kann die Scheisspendel nicht ausstehen, weil sobald eins berührst, gehst du in so einen fucking Ragdoll-Modus und kannst dich nicht mehr bewegen. Schau mal den Scheiß an. Was ist das? Was bist du? Fuck it, Alter. Yes, bitte. Ich hoffe, das zählt mir jetzt als Checkpoint. Sonst geh ins Loch. So, diesmal treffe ich den Shit aber! Messi! Es wird noch viel beschissener als vorher! Wieso muss ich immer in die komischen Motherfuckers reingumpen? Und diesmal treffe ich aber den Checkpoint schon beim ersten Mal. Wo ist er? Alter, das geht ja mega die Farbe! Schnell, 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 schnell! Was ist das für ein psychischer Faktor eigentlich? Wow! Ich bin auf einer Gigampfi! Scheiße, 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 scheiße! Der Teil hier ist echt nicht einfach. Da musst du dich verdammt nochmal konzentrieren. So, diesmal lasse ich mich aber fucking nochmal nicht von denen zwei hier am Ende verarschen. Schnell! Yes! Komm, 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 komm! Yes! Ich glaube, ich habe gecheckt, was ich machen muss. Ich muss hier von Plattform zu Plattform gumpen. Langsam runter. Das ist überhaupt nichts für mich. Das scheiß Level ist immer noch nicht vorbei. Hast du gemeint, wir haben es geschafft. Aber nein, was ist das? Hast du es nicht geschafft, Martin? Hahaha. Arschloch! Ich glaube, da einer überschneidet sich jetzt dann. Aber ich hoffe, dass sie nicht von irgendeinem Sagenblatt hier vorne noch abeinandergenommen wird. So, jetzt hier drauf. Oh, fuck, ist das knapp gewesen. Fuck, ist das knapp gewesen. Schnell! Yes! Yes! Das sieht wenigstens wieder einmal einigermaßen normal aus, finde ich. Aber wahrscheinlich ist es noch viel schlimmer wie die anderen zwei Levels. Okay, scheinbar muss ich im Scheinwerferlicht bleiben. Was passiert echt, wenn ich daraus rausgehe? Wir werden das wahrscheinlich sehr, sehr bald erfahren. Scheiße, das sieht überhaupt nicht safe aus, hier alles. Wo geht's durch? Jetzt, wo wir hier den Checkpoint haben, kann ich ja mal ausprobieren, was passiert, wenn ich außerhalb vom Scheinwerfer bin. Okay! Also da kannst du dir jetzt einfach verdammt nochmal überhaupt keine Fehler mehr erlauben. Sonst bist du sofort einfach nur noch tot. Schlimmste ist ja, du weißt ja nicht einmal, wo der Scheinwerfer durchgeht. Wie willst du denn das überleben? Verdammte Scheiße nochmal. Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Wo geht's jetzt hin? Oh fuck! Yes! Checkpoint! Ach du Scheiße, schau mal, jetzt ist es komplett dunkel und ich muss da draufstehen. Mehr kann ich nicht machen. Bitte nicht so schnell, bitte nicht so schnell. Ich will nicht sterben. Ich will auf keinen Fall sterben. Und wenn ich zu schnell laufe, dann gibt es irgendwie eine Rechtskurve und ich bin tot. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht. Ah, oh, fuck. Ah, oh, fuck.
Oh fuck! Jetzt verstand ich endlich, was passiert. Sobald ich in die Nähe von so einem Klötzchen komme, dann wird er hell. Und schau, jetzt kann ich nämlich hier übergumpen. Und irgendwann wird er dann wieder dunkel, aber ich habe jetzt einfach die absolute Abkürzung genommen. Easy! Jetzt kommen ein Hindernis, wo ich drüber gumpen muss. Nein, ohne Scheiß, wirklich jetzt. Und dann geht noch Shit von der Decke, oder wie? Das ist doch nicht zum Aushalten mit euch Arschlöcher! Wer bitte schön erfindet so einen verdammten Vita-Parkour, wo du im Licht musst bleiben, wenn nicht willst sterben? Das kann doch einfach nur ein sadistisches Arschloch gewesen sein. Fuck you! Mir würde es mega wundern, ob man irgendwo nachschauen kann, wie oft dass man schon gestorben ist. Ich glaube, bei mir wäre es 500.000. Verdammte Scheiße, ich habe nur noch ein Bein. Aber wir überleben schon, ich habe keine Beine mehr, ich bin tot. Wenn du nur ein Bein hast, bist du fast zu langsam. Der Lichtkegel bewegt sich mega schnell. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Hüpf, schneller, du blöder Sackface! Bitte komm jetzt bitte in den Checkpoint, bitte, bitte. Nope. Nein! Ein halber Zentimeter vor dem verfickten Checkpoint. Irgendwie habe ich Angst, dass sie es am Ende noch so machen, dass der scheiß Hure Scheinwerfer immer kleiner wird. Aber nein, ich habe es geschafft! Yes! Und wir haben fast überall die Goldzombies geholt, was auch immer das bedeutet. So, das war es für heute. Beim nächsten Mal machen wir bei Level 10 weiter und dann hätten wir auch schon fast die Hälfte vom gesamten Game geschafft. Das heisst, es geht also nicht mehr so lange, bis ich herausfinden sollte, was denn wirklich passiert. Also was der Hintergrund von dem Game ist. Was die verdammte Story soll sein. Aber auf jeden Fall, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss! Jungfrau! Wie heisst sie mit Nachnamen? Frieda! Ich glaube, wir haben nicht den gleichen Hautton. Ja, logisch haben wir nicht den gleichen Hautton. Du bist doch bleich und ich habe so einen südländischen Teint. Yeah. Wie so einen Spanier oder so. Es wird irgendwie fast wieder ein Song. Mein richtiger Name ist nämlich Martine Seven. Was passiert mit dieser Hand hier eigentlich? Das verwirrt mich völlig. Schau mal! Hose eine Kategorie.